Ja, willkommen zurück. Wir geben jetzt noch die letzten Pinsen aus. Hier ein Zebra. Da ein Warner Blutkürbis. Hier machen wir einen Blutspritzer rein. Alles, damit sich die Tiere hier richtig sau wohlfühlen. Das Kratztier machen wir dahin. Eine Kiste. Das sollten sie ja eigentlich alle sehr, sehr wohlfühlen. Perfekt. Gut. So, Strom. Wie weit haben wir Strom? Strom ist gut gegeben. Das lockt die Leute so ein bisschen an hier. Optiere allgemein sollten immer relativ beliebt sein. So. Ja, es ist ein bisschen Asien. Lass sich aber, ist okay. Grüße, die Überbelegung. Grüße, können wir verkaufen. Der gute Grizzly. Ah, die setzen wir erstmal in Rente. Kostet auch nur wieder Geld, aber ist okay. Grizzly. Werte. Gut, ihr beide werdet verkauft. So. Gucken wir noch bei den Japan-Makaken rein. Also Schnisshahn. Japan-Makak. Arschvoll, junge Tiere. Also, wir sind hier gar nicht drin. Oh, schrei mich nicht an. Bin sensibel. So. Krokodilkammern Überbelegung. Jetzt über die Schwelle hinaus mehr? Krokodilkammern. So, einmal kurz durchsortieren. Du bleibst, du bleibst. Du bleibst. Ja, das Schöne ist ja, bei Jungtiere, die können sie erstmal nicht fortpflanzen. Gut. Bei denen. Habe ich gut dezimiert. Leistenkroko macht nicht so viel. Pinguine, Wasserbüffel. Emu. Haben wir auch diese 10 Tiere. Blauer V. Ja. Sind immer noch krank. Muss ich aber rausziehen. Oder haben die jetzt irgendwie eine Wundergenesung erhalten? Können wir nicht einfach sagen. Hier haben wir jetzt rausgehauen. Kranken kannst du eh nicht verkaufen. Ah, wir kämpfen ums Überleben, ne? War V. Ja, ist schon ein bisschen dezimiert. Ja, 16. Also gehen die Kosten halt auch runter, ne? Wombat. Ja, Wombat. Wollen wir gleich mal gucken. Wombat. Hat sich hier schon irgendwas ergeben? Ihr bleibt da. Tschüss. Ui. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wir kämpfen hier wirklich ums Überleben, ne? Schildkröte. B -b 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 -b
bleiben auf jeden Fall leben. Den Rest hauen wir weg. Kaufen. Müssen die Kosten senken. Das heißt, erstmal müssen Tiere weichen. Und haben wir noch viele. Wallip. Gut. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Bau muss unbedingt, da halten wir so 3-4 Tiere. Wäre halt geil, wenn man das Gehege anwählen könnte und dann halt auch wieder hey züchten könnte. Gut. Was haben wir noch nicht? Was fehlt uns noch an Vivarien? Haltungsart Kontinent? Vivarium. Im Zoo? Nicht im Zoo. Im Zoo? Nicht im Zoo. Zoo. Der Mannschildkult ist im Zoo. Uno Kammulch. Ich glaube, wir sollten sowas nochmal aufstellen. Das sieht auch immer gut, Leute. Stellen wir hier sowas rein. So, jetzt holen wir hier erstmal Vivarium rein. Haben wir denn irgendwas Schönes? Schwenken? Das haben wir, das. Kommst weg. Am Markt. Okay. Ein Axel-Ludel. Haben wir davon was am Markt? Auch nichts. Ach ja, sehr schön. Haben wir. Texas Klapperschlange. Ist nichts am Markt. Oh, nichts eben mal schnell. Rotaugenlaubfrosch. Wie könnte man die halten? Das ist 5. Nur wieder Weibchen. Feigefrosch. Jawohl, kaufen. Günstig. Sehr schön. Gut. Hier. Erstmal das Vivarium einstellen. Gut. Auch noch nichts erforscht. Oha. 85. Population ver. Wir stellen das mal ein. 3. Verkaufen. Aktivität. Niedrigste zuerst. Aktivität. Niedrigste zuerst. Barmittel verkaufen. Und freigeben von Tieren gilt nicht für den manuelle Verkaufen. Aha. Moment, das müssen wir gleich mal auschecken. Das müssen wir gleich auschecken. Das lese ich gerade zum ersten Mal. Was ist mit dir nicht richtig? So. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Ich habe gerade kein Geld für einen fünften Bereich. Bereich neu zu starten. Gut. Das müssten wir jetzt erstmal. Weg.
Kommen Sie bitte her. Ich muss hier einmal kurz anklicken. Haben wir das hier schon erreicht? Könnten wir das erreicht haben? Ich muss es einmal abchecken. Was passiert, wenn ich da drüber bin? Werden denn keine Tiere mehr verkauft? Haben wir denn noch welche? Hier. Nur noch ein paar Tiere. Hier noch lange nicht, okay. Wir haben August. Oder ist das so eine Grenze, wo man sagen kann? Hier. Ich denke mal, das wird ein Problem sein bei was sich echt schnell und viel vermehrt. Okay, das ist die Grenze. Orang-Utan. Orang-Utan. Gleich mal gucken. Geschlechterverhältnis. Okay. Wie sieht's denn aus? Okay, verwalten. Na denn, schnell handeln. Okay, Abu-Leopard. Komm. Der Abu-Leopard. Du bist verstorben. Jetzt kommen wir aber erstmal. Ich gehe raus. Oh, Leopard. Wo warst du denn? Deswegen habe ich ja noch einen Zug behalten. Das war auf jeden Fall ein Gehege, wo drin geklettert wurde. Das machen wir anders. Gehege. So, das war. Kalal irgendwas. So. Was anderes sagt. Ich hab doch so recht. Da. Zack. Nur das Tier jetzt mal rein. Wo bist du denn? Moor-Leopard. Sehr schön. Perfekt. Was haben wir jetzt noch? Wir haben Nilwaran. Überbelegung. Nilwaran. Zack, zack. Schnell handeln. Wir müssen irgendwie an Geld kommen wieder. So. Oh, schon. Es könnten ja noch den Feigefrosch noch mit erforschen. Ja. Ich haben wir. Haben so viele Tiere noch gar nicht erforscht. Okay, hätten wir das. Hier hätten wir noch ein bisschen Platz. Für eine Kleinigkeit. Jetzt wäre hier so ein kleines Gehege noch reinzimmern. Na? Jetzt wäre hier gucken können und hier gucken können. Mal Wasser? Das wäre eine Überlegung wert. Ja, Wasser haben wir hier. Könnten wir ja irgendwas nehmen? Gehege.
Bonobo. Was haben wir denn davor schon noch nicht? Sagen wir es mal so. Puffutter. Nee, Puffutter haben wir gerade. Welches Tier, also welches Tier fehlt uns denn noch? Wir brauchen. Eigentlich überwiegend alles fertig. Ich hätte gerne die Forschung einmal komplett. Ein Tier. Braucht nicht viel Platz. Und dann fertig forschen. Nehmen wir das Schuppentier. Das kostet auch nicht allzu viel. So. Auch kann ich viel Platz. Gut. Markt. Kriegt man, denke ich mal, für einen schmalen Taler. Ja, komm. Wollen wir jetzt mal nicht geizig sein. Okay. Ja, lass dir Zeit, alles gut. Gut, haben wir beide. So. Finanzen mal checken. Genaue Abrechnung. Hier sind wir im Plus. Wird immer noch ein Minus. Ich denke mal, es wird mit dem Tieranzahl zusammenhängen, ne? Aber Schuppentier? Schuppentier braucht doch vom Gehege her nicht viel, ne? 2 Meter. Mal einen kleinen Zaun setzen. Oder wir setzen nicht einfach nur Glasscheiben. Was? Ja, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.